Hallo meine Lieben, herzlich willkommen zu Alena Tarot. Mein Name ist Alena. Heute möchte ich gerne mit dir, Wassermann, diese Nachricht, die für dich ist, mit dir teilen und wie gewohnterweise mit auf den Weg geben. Wassermann, ich finde, dass diese Nachricht, die wir heute für dich haben, eine ganz besondere Nachricht ist, weil wir sprechen hier von ganz viel Liebe, wir sprechen hier von ganz viel Zuspruch. Der Engel der Liebe begleitet uns in allen Sternzeichen-Videos, wo es um diese Nachricht ist für dich geht, um die Botschaften der Engel, damit wir alle ein bisschen mehr in die Empathie wieder reinkommen. Und hier wollen wir heute halt mal schauen, was ist bei dir los? Welcher Engel ist der Engel, der dich begleiten wird? Egal, wann du dieses Video schaust, ja? Ob du es jetzt schaust, in einem Tag, in einer Woche, in einem Monat. Die Energien sind zeitlos. Genauso wie die geistige Welt zeitlos ist. Genauso wie das Universum zeitlos ist. Die Präsenz der Engel zeitlos ist. Genauso auch dieses Video. Und alle Videos, die lauten, diese Nachricht ist für dich, haben kein Verfallsdatum. Okay? Ich möchte gerne wissen, welcher Engel dich heute begleitet, was für ein Chakra womöglich blockiert ist oder eine Blockade aufweist, wo man dran arbeiten darf, damit das wieder fließen kann, damit du wieder in deinen Rhythmus reinkommen darfst, okay? Als erstes möchte ich aber gerne, wie auch mit meinen anderen Videos, möchte ich euch gerne in die Dankbarkeit führen. Viele von euch sagen, ach, danke, 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 aber man fühlt es nicht. Dankbarkeit darf man fühlen. Es ist wichtig, dass wir für alles Danken sagen. Für unsere Kinder, für unsere Tiere, ja, für unser tägliches Brot, für jeden Atemzug, egal wie holprig unsere Situation sein mag. Aber Dankbarkeit sind die Schlüssel des Universums. Möchtest du etwas erreichen, möchtest du etwas bekommen oder zurückbekommen oder deine Erwartungshaltungen sind zu groß, dann darfst du auch gerne auch etwas dafür tun. Und ich möchte euch gerne in die Dankbarkeit wieder hineinführen, wo wir am Anfang starten werden. Ich kenne leider keine deutschen Psalme und ich habe mir auch keinen deutschen Psalm jetzt aus dem Internet herausgesucht, ja, weil das muss einem wachsen. Alles, was nicht aus dir rauswächst, dann kann man das nicht erzwingen. Ich habe es mit spanischen Psalmen, die kenne ich alle fast auswendig, aber deutsche leider keine. Ich werde es mir vielleicht mal irgendwann aneignen, aber ich möchte heute in die Dankbarkeit gehen. Dankbarkeit heißt, danke lieber Gott oder Vater, ja, danke lieber Gott für alle Dinge, die du in meinem Leben schon gelöst hast, für alle Dinge, die ich in meinem täglichen Leben erlebt habe, die du zu meinem Gunsten ausgerechnet hast. Ich danke dir für alles, was ich schon erhalten habe und für alles, was ich noch erhalten werde. Ich bin ganz im Vertrauen drin. Ich vertraue auf deinen Plan. Ich vertraue auf deine Uhrzeit. Ich vertraue, dass das Universum mir zum richtigen Zeitpunkt den richtigen Weg weisen wird. Ich bin im absoluten Gottvertrauen und ich danke dir für alles, was ich erhalten habe, aus Liebe, aus Dankbarkeit, aus der absoluten Bereitschaft, mein Leben ab sofort so zu leben, wie es für mich das höchste Wohl ist und in Dankbarkeit zu dir auch mein Leben leben werde. Irgendwie sowas, okay? Also so, wisst ihr, ich denke auf Spanisch und wenn man die Dinge auf Spanisch, von Spanisch auf Deutsch übersetzt, macht das nicht viel Sinn, ja? Aber meine Gedanken sind immer auf Spanisch, wenn ich auf Deutsch rede. Und ich will euch einfach nur sagen, geht in die Dankbarkeit rein, okay? Was für ein Engel begleitet dich? Sternzeichen Wassermann Geborene. Heute ist auch wie in der Legung von Skorpion und in der Legung von Steinbock ist Erzengel Zadkiel wieder mal präsent. Warum? Weil Erzengel Zadkiel ist der Engel, der für die Toleranz zuständig ist, für das Vergeben auch einerseits, okay? Obwohl Erzengel Raphael, der auch hier in deinem Herzchakra eine wichtige Rolle spielt, weil dein Herzchakra leicht blockiert ist, okay, da komme ich aber gleich zu, ist Erzengel Zadkiel mit seiner violetten Flamme wirklich der Erzengel, den du aufrufen darfst, um Hilfe bitten darfst, um Führung bitten darfst, ja, der deine Energien wieder auffrischt, der einen inneren Wandlungsprozess so unterstützt, dass du dich reinigen kannst, befreien kannst, Lösungsprozesse an den Tag legen kannst, von alten Mustern, von Vergangenheiten, von Familienprägungen, von schwierigen Situationen, von Fremdenergien, aber auch selbst aufgelegte Energien. Es ist ganz, ganz wichtig, dass du hier wieder in deine Seinsform kommst, wenn du es denn möchtest, wenn du noch nicht in dieser Energie bist, ja. Wir haben auch hier Wassermänner unter euch, die schon in einem sehr spirituellen Wachstum sind. Ja, wir haben auch sehr mediale Wassermänner unter euch, die auch schon im Reiki sind, die auch in der Energiearbeit sind, die auch sehr medial sind, auch schon sehr aktiv daran arbeiten oder auch beruflich damit beschäftigen. Ja, ist es hier umso wichtiger, dass diese Leute weitermachen sollen. Es ist absolut toll. Ja, Meditation gibt die Antworten. Weiter so. Hier geht es aber um die Menschen, die erst noch in dieses Verzeihen reinkommen müssen, diesen inneren Transformationsprozess, das Loslassen vor allen Dingen, ja, an den Tag legen dürfen, um spirituell, persönlich und zu sich selber zu finden und zu reifen und zu wachsen. Deswegen sagt Erzengel Zadkiel, visualisiere eine violette Flamme, ein Licht, eine Flamme, ein Leuchten. In der Mitte visualisiere dich selber. Mach dir keinen Zeitdruck. Es ist anfangs ein bisschen holprig vielleicht, aber du kommst da rein. Und wenn du dieses Licht visualisiert hast, ja, bitte Erzengel Zadkiel, rufe ihn auf,
um dir wirklich diese schwierigen Beziehungen, diese schwierigen Phasen, diese schwierigen Entscheidungen, diese negativen Energien, Depressionen, Krankheiten, Erschöpfung, ja, alles, was dein internes und externes Leben betrifft, umzuwandeln, zu helfen, wie du es umwandeln kannst, ja, damit du wieder in eine positive Energie kommst, damit du wieder Güte anziehen kannst, Liebe anziehen kannst, damit du wieder lachen kannst, damit der ganze Ballast, der sich aufgestaut hat, unbewussterweise, sich lösen kann. Die positive Affirmation hier von Erzengel Zadkiel ist: Du bist auf dem richtigen Wege, bitte mich um Hilfe. Ich werde in der violetten Flamme von Erzengel Zadkiel gereinigt, damit mein Leben wieder positiv werden kann. Warum haben wir hier eine Blockade im Herzchakra? Das Herzchakra ist das vierte Chakra, was wir haben, okay, in Brusthöhe. Und das Herzchakra ist dafür da, für alles, was ich fühle. Ich liebe, was die Seele betrifft, was das Herz betrifft, was das Bewusstsein betrifft. Ja? Ich animiere euch alle, entweder was Violettfarbenes anzuziehen, was Grünes anzuziehen auch vielleicht, ja, was Rosafarbenes auch, oder eine Kerze in diesen Farben halt euch anzuzünden. Ich werde aus Mexiko Heilsteine mitbringen, Ketten mit Heilsteinen, auch Armbänder, ja, die ich hier energetisch schon aufladen werde für Schutz, für Führungen, für dementsprechende Energien, die ihr gerade zu dem Moment braucht. Und ihr könnt mich gerne darauf ansprechen, wenn ihr vielleicht ein Armband oder einen Heilstein haben möchtet, energetisch aufgeladen von mir hier in Mexiko. Ja, mit gemeinsam Hand in Hand mit meinem Mann, der halt auch sehr, sehr, sehr spirituell ist. Also mein Mann ist ein absoluter, kann ich euch gar nicht alles erklären in dieser kurzen Legung, ja. Also von daher, wir sind schon zwei Medien, die auch wirklich energetisch da dir was Gutes tun können. Okay, sprech mich einfach an. Zurückzukommen aufs Herzchakra. Das Herzchakra ist wirklich etwas, was auch die Farbe grün, ja, pass mal auf, das Herzchakra ist für die Gefühle, für die Emotionen, für das Herz, für die Seele vor allen Dingen wichtig, ja? Und wenn wir uns blockiert haben, können wir keine Liebe empfangen, keine Liebe zulassen oder nicht heilen, was unsere Seele betrifft. Auch wenn ihr sagt, ihr liebt, aber ihr liebt vielleicht nicht richtig. Ich habe hier eine Blockade im Herzchakra. Die Farbe grün, was bewirkt die? Beruhigung, ja? Hoffnung, gibt uns Sicherheit, schenkt uns Vertrauen, wie auch in dem Herzen, vermittelt uns die Großzügigkeit. Und rosa, ja? Ich habe hier auch die Farbe rosa ganz stark ausgeprägt. Ist das Symbol für die Lebendigkeit, auch für die Femininität, Romantik, ja? Harmonie, Sicherheit. Die Themen von dem Herzchakra sind auch die Selbstliebe, das innere Kind wieder aufzublühen, ja, in die aufrichtige Liebe zu gehen, Mitgefühl zu kriegen und zu empfangen vor allen Dingen, die Hingabe, die selbstlose Liebe auch zu spüren, die Heilung, denkt dran, Erzengel Raphael ist für die Heilung, für die Heiler, für die Reisenden, für die Vergebung, für die Sanierung zuständig. Alles, was dein Herz, dein internes Sein beschäftigt, ist Erzengel Raphael da, für da, bitte ihn auch da um Heilung, um Hilfe, um Wegweisung. Ja, auch wenn du eine Reise hast oder ein Kind oder irgendjemand, ja, das Haus verlässt, bitte auch Erzengel Raphael, diesen Menschen zu beschützen. Das ist ganz wichtig, und dich selber. Ja. Das Herzchakra ist auch nicht nur für unser Herz zuständig, auch für unsere Lungen, für unsere Brüste, Rippen, alles, was so den Brustkorb betrifft. Ja, auch Probleme mit den Armen, mit den Händen oder obere Rückenbereich. Alles so die obere Brustkorb, Brusthöhe und untere Schulterblätter. Auch die Haut ist von diesen Herzchakra beeinflusst. Deswegen ist es umso wichtiger, wenn du körperliche Gebrechen hast, dass du auch mal da überprüfst, wo liegen die Symptomatiken, ja, ist das vielleicht eine Ausstrahlung von irgendwoher oder kommt es wirklich rein von diesem Herzchakra, was du natürlich auch öffnen kannst. Denk dran, ich verzeihe mir und was ich mir und anderen unbewusst angetan habe und ich verzeihe anderen, was sie mir bewusst und unbewusst angetan haben. Ihr dürft hier wirklich ins Herzensverzeihen gehen, in die Vergebung gehen, wie Erzengel Zadkiel schon animiert, damit ihr euch auch wirklich euren Herzens öffnen könnt, damit auch dieses grüne Licht, was ihr dann visualisiert, um in dieses Herzchakra reinzukommen, visualisiert ein grünes Licht, ja, konnektiert euch wirklich mit eurem Herzchakra, legt auch die Hände auf eurem Herzchakra drauf, auf eure Brust, damit ihr euch besser verbinden könnt. Bedenkt, ja, das ist auch wirklich ein Thema, was auch mit Hormonen zusammenhängt, ja. Wenn ihr vielleicht was Grünes haben wollt, Steine, ich empfehle euch vielleicht zum Beispiel ein rosa Quarz, ein Turmalin, das ist auch ganz gut, Jade ist ganz gut, was Smaragd würde ich euch empfehlen, Aventurin ist auch ganz toll. Also das ist wirklich ganz gut, was dir dabei helfen kann, auch energetisch und die Blockaden noch ein bisschen zu lösen, damit die Energien wieder hochkommen in eine höhere Frequenz, ja. Wenn du mit Düften was haben möchtest, dann vielleicht was Rosé, was nach Rosa riecht, also nach Rose riecht, ja, oder was nach Jasmin duftet, wie auch immer.
Wichtig ist aber auf jeden Fall, dass ihr euch hier wirklich mal damit intensiv befasst. Warum? Weil das Glück ist auf deiner Seite, die Engel sind auf deiner Seite, Gott ist auf deiner Seite, ja? Du hast alles, was du brauchst. Es ist da in greifbarer Nähe. Du darfst dich öffnen. Du darfst dich auch von den Engeln der Liebe, der Gefühle, der Emotionen, schaut mal, leiten lassen. Höre auf deine Intuition. Was ist hier los? Hier geht es darum, dass in naher Zukunft, wenn du Ja zu dir selber sagst, Ja zum Leben, Ja zu den Engeln, Ja zu der Meditation, Ja zu der Befreiung, Ja zum Herzensverzeihen, ja, dass man dir verzeiht, dass du anderen verzeihst, wenn du das alles in naher Zukunft loslässt, ja, wenn du dich wirklich mit dir selber beschäftigst und dir dessen bewusst wirst, was du hier ändern darfst, ja, gibt es für dich etwas Besseres, eine bessere Partnerschaft womöglich, ja, eine bessere finanzielle Situation, ein besseres Wohlempfinden mit dir selber, eine Großzügigkeit. Denk dran, der Schlüssel des Universums, der Schätze des Universums liegt in uns. Was darfst du hier lernen? Was möchten die Engel dir sagen? Die Engel möchten dir sagen, dass es an der Zeit ist, ja, dass du lernen darfst, dass nicht so heiß gekocht wird, wie es gegessen wird. Dass du auch lernen darfst, die Selbstliebe ist nicht egoistisch zu sein, sondern die Selbstliebe ist Wertschätzung. Die Engel möchten dir hier sagen, es ist gut, dass du im Hier und Jetzt die Bereitschaft hast, diese Nachricht zu hören. Dass du die Möglichkeit hast, aus einem Ich ein Wir zu machen. Dass du die Möglichkeit hast, aus einer turbulenten Situation, ja, eine friedliche Stimmung herzustellen. Dass du die Möglichkeit hast, spirituell dich weiterzuentwickeln. Dass die Engel dir sagen, die Notwendigkeit besteht, in einem Lernprozess zu gehen, ja, wo auch Meditationen, innere Eingebungen, auch die Zeichen auf die geistige Welt besser wahrzunehmen, auch in Gebeten, in positive Affirmationen reinzugehen, ja, geführte Meditation vielleicht auch zu hören, dass du hier einfach lernen darfst oder vielleicht auch dich öffnen darfst, im Hier und im Jetzt zu sein. Im Hier und im Jetzt. Und wenn deine Baustelle immer wieder dieselbe ist und du nichts verändern kannst, ja, weil du nicht die richtige Lösung findest, frag mich, schreib mich an für eine private Legung, für eine zielorientierte Therapie. Ich helfe dir auch gerne hier mit deinen Chakra-Blockaden. Ja, das ist gar kein Problem. Schreib mich einfach an. Deine nahe Zukunft liegt in deiner Hand. Du entscheidest, ob du dir selber verzeihst, in einer narzisstischen Beziehung zu sein oder in komplizierten Situationen zu sein, ja, zu bleiben, oder ob du sagst, ich wage ja den Schritt in was Neues, in was Besseres, und ich weiß, dass ich, wenn ich an mir arbeite, wenn ich wirklich erkenne, wie wertvoll auch diese Nachrichten hier sind, wie wertvoll ich als Mensch bin, ja, was für ein Engel der Liebe eigentlich in mir lebt, und wenn ich erkenne, dass das Glück auf meiner Seite ist, egal ob du es jetzt siehst oder nicht, es steht und fällt mit der Erkenntnis zu dir selber, finde wieder das Lachen zurück, ja, finde das Lachen zurück und denk dran, ich werde von der violetten Flamme von Erzengel Zadkiel geführt. Ganz, ganz wichtig, was rosafarbenes, was violettes, was grünes, okay, damit ihr in diese Energie kommt, fragt mich, sprecht mich an. Auch wie gesagt, wenn ihr einen Heilstein haben möchtet, fragt mich einfach und ich bin gerne gewillt, euch auch diesen Stein dann mitzubringen. Ja, ich werde Ketten anfertigen lassen, wo dann die Steine energetisch geladen werden. Hier geht es darum, meditiere, kehre in dich, höre auf deine Intuition, höre auf dein Gefühl, lasse, dass die geistige Welt wirklich wirken kann an dem Projekt, was gerade wichtig ist bei dir. Okay, verschließe dich nicht, sondern komm in Resonanz und bedenke, ja, die geistige Welt ist 24 Stunden aktiv. Was fordert man von dir? Einfach nur die Bereitschaft, deinen Lebensweg wieder zu gehen, das Wundervolle in deinem Sein zu erkennen, die heilende spirituelle Kraft in dir, glücklich zu leben, entfalten zu lassen, damit du frei bist von jeglichem Ballast, von jeglichen Sorgen, auch Prägungen aus der Kindheit, auch Prägungen aus der Vergangenheit, und diesen neuen Lebensabschnitt mit einem neuen Partner, mit einer neuen Wohnung, mit einem neuen Job, mit einem neuen Selbstwertgefühl, raus aus der Energie unterschwellig zu sein, zu sagen, ich werde immer abgelehnt, ja, ich brauche Aufmerksamkeit, raus aus diesen negativen, toxischen Gedanken, Gefühlen, sondern gehe diesen inneren Wandlungsprozess weiter nach vorne, den du schon angestrebt hast, ja, oder noch anstreben wirst, damit du in das absolute Glück kommen kannst, aber du kannst es anziehen. Es steht und fällt mit deinen Entscheidungen. Du kannst es abstreifen, ja, zurückweisen, weil du nicht lernen kannst, weil du noch nicht bereit bist, oder du kannst es anziehen, weil du sagst, ja, ich gehe es jetzt an, ja, ich traue mich und ja, ich möchte dieses Glück, dieses Leben, diese Liebe wirklich leben, ja, bewusst leben, und dafür darfst du wirklich deine Energiefrequenz ändern. Also die Nachricht ist sehr, sehr schön, okay, verzeiht, vergebt, lasst los, raus aus toxischen Sachen, hoch in die hochschwingenden Energien, ja, und lasst auch zu, dass die geistige Welt wirklich an euch wirken darf. Aber dafür müsst ihr immer euren freien Willen bekunden. Ihr müsst den Engeln der geistigen Welt immer euren freien Willen bekunden, dass sie eintreten dürfen, euch erleuchten dürfen, euch führen dürfen, euch heilen dürfen, wie auch immer. Ohne diesen freien Willen kann die geistige Welt absolut nichts machen. Okay? Leute, danke, dass ihr heute dabei wart. Teilt mein Video auf euren
Facebook-Kanalen, auf euren Instagram-Kanalen, okay? Besucht mich auch bei Facebook, Leute. Ich habe eine ganz tolle private Gruppe gegründet mit ganz tollen Leuten. Ihr werdet überrascht sein, wie schön es ist, ja? Abonniert, wenn ihr noch nicht abonniert habt. Danke, wenn du abonniert hast und neu hier bist. Herzlich willkommen. Danke auch an alle, die schon längst dabei sind, ja? Wie gesagt, teilt es, lasst mir ein Like, damit ich als Alaina weiterhin noch wachsen kann hier in dieser Plattform. Und euch weiterhin noch tolle Nachrichten von der geistigen Welt und von eurem Sein geben kann. Generell auch für private Legung, zielorientierte Therapien. Schreibt mich an. Ich sage euch immer wieder, das Leben und die Liebe ist es wundervoll und es ist wirklich wert, zu leben und zu lieben und zu genießen. Ja, eure Intuition wird euch immer zum richtigen Moment zu mir, zu Alaina Tarot führen. Also lebt und genießt das Leben, aber bedenkt, ein Wunder kann nur passieren, wenn du den Magier, also dich selber, aufwachst und den Schritt nach vorne wagst. Ich wünsche euch alles Liebe, Wassermann, und wir hören uns. Bye.